Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Slal. Hässliches kleines Ding, was? Ich sollte das Ding scannen. Vielleicht hat es Schwachstellen. Ach, das Ding ist schnell. Das hilft. Was für ein stressiger kleiner Sack. Okay. Ey. Geht es dir gut, Aloy? Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. Bleib erstmal hier unten mit dem Klon. Okay, ich komme nach, wenn die Luft rein ist. Wirklich ein kleiner, schäbiger, dreckiger Sack. Okay, nur falls gleich das nächste Mal Säure benutzen. Weil wirkt wahrscheinlich besser. Ich muss wieder nach oben und mich um das andere Phantom kümmern. Hoffentlich bleibt Erend in Deckung. Wir arbeiten dran. Ich bin gleich wieder oben. Durch. Ich bin gleich da. Beeil dich. Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass ich hier gegen kämpfen muss, aber ja, mein Gott. Machen wir gleich noch weiter. Das klingt nicht gut. Ich muss zu Erend. Ich
bin hier. Sei vorsichtig. Das Ding schießt wie verrückt. Warte kurz. Mal sehen, was ich tun kann. Sobald du mich brauchst, bin ich da. Ja. Da stecke ich ein. Auf in den Kampf! Hey Leute, das ist ein Kampf! Ha, das gefällt dir nicht. Die Maschine ist anfällig. So, Partyboy, du schläfst jetzt einen längeren Schlaf. Dass man ja alles hoch kann. Aber hey, ich hab's damals genau gesagt, dass hier auf jeden Fall was sein wird. Aloy, erinnert euch noch? Sie, ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte. Aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran. Ich muss mir nochmal die Waffe ansehen. Wenn ich herausfinde, wie sie funktioniert, werden die Zeniths vielleicht nicht so unbesiegbar bleiben. Gar nicht, dass ich eine Waffe verloren hatte. Verdammt, ich wusste, dass hier aber auf jeden Fall einiges liegen war. Immer gut, einen Vorrat zu haben. So. Das war Waffi. Irgendwo gibt es hier bestimmt noch Zweige. Genau, sowas hier. Heilkräuter, den ganzen guten Shit. Ja, Hasi, lauf mal lieber. Besser ist es. Besser ist es. Das ist auch eine zusammengekleisterte Waffe. Können wir erzählen, was ihr wollt. Nein. Oh, verdammt. Ich glaube immer noch, dass wir eine Railgun gebaut haben. Gut. Besser als nichts. That's it. Ich muss das Waffenteil zur Analyse zu Gaia bringen. Wenn wir sie nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Zeniths zu besiegen. Ich sollte auch nach dem Klon sehen. Bal, wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay. Die alten bemalten ihr.
ihre Gesichter also mit etwas namens Make-up. Make-up. Bemalten finde ich auch schön. Bemalten. Erstmal ein paar Pfeile auffüllen. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich das gleich machen. Der hier ein bisschen kostengünstiger. Seht ihr noch? Achso. Wenn das alles so kacke wäre. Ja, waffentechnisch fühle ich mich immer noch nicht abgeholt. Das ist ein bisschen schade, aber ja. Kann ich hier noch was freischalten? Knappmaul und Brüllrückenbräu. Okay. Knapp 50% des Games haben wir jetzt mittlerweile weg. Ich finde halt, mein Gesicht passt zu mir, wie es ist. Na, komm her. Alles okay? Ha? Oh, ja, ja. Warum sollte es auch anders sein? Weil es jetzt zwei von mir gibt? Es gibt jetzt zwei von dir. Wenigstens scheint es dir damit gut zu gehen. So würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich gebe mir Mühe. Was hast du mit dem Fokus noch gelernt? Ich habe mich über diesen Ort Vegas schlau gemacht. Gaia hat uns alles gezeigt, was passierte, als du das Poseidon-Ding geholt hast. Dieser Morland scheint ganz pfiffig zu sein. Obwohl es mutig ist, die Tenaktlande für eine Lichtershow zu riskieren. Vielleicht sollte ich mal nach ihnen sehen, nur um sicher zu gehen. Okay. Woran arbeitest du mit deinem Fokus? Ich weiß immer noch nicht, wie man hier drauf etwas liest. Die beiden Turteltauben da drüben gehen mir zur Hand. Ehrlich gesagt kriege ich von den ganzen Symbolen Kopfschmerzen. Aber ich hol schon alles nach. Versprochen. Eigentlich ein guter Typ. Hast du mit Beta gesprochen? Sie ist erst aufgewacht, als wir sie hergebracht haben. Und dann... Ja, ich hielt es für besser, dass Joe und Val sich um sie kümmern. Es hat keinen Sinn, jemanden zu belagern, wenn es ihm nicht gut geht. Ein guter Boy, ne? Das war irgendwie ich so... Ich muss jetzt los. Mach nicht zu viel Ärger, ja? Kommt nicht so richtig aus seiner Haut raus. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß, ich soll dahin, aber die bin ich noch gar nicht. Ich hab hier noch Dingis. Ah, so nah muss ich ran, oder was? Aloy, in der Kiste haben wir Vorräte gesammelt. Nimm dir, was du brauchst. Ich nehm alles. Hat irgendwer meine Maschinenstreitfiguren gesehen? Wieso guckst du nicht im Lager? Vielleicht sind sie da, wo du das Bier verschüttet hast. Bier verschüttet. Aloy, du bist zurück. Ja, ich, will nur mal sehen, wie es allen so geht. Du meinst, nachdem wir unten jemanden getroffen haben, der so aussieht wie du, aber jemand anderes ist? Mhm. Für dich ist es bestimmt noch viel seltsamer als für uns, ha? Huh? Ein wenig. Val meinte, sie könnte uns bei unserer Mission helfen. Vielleicht. Was hast du noch gemacht? Ich habe Gaias Sprosse studiert. Sprosse. Die Unterfunktionen. Ich wollte verstehen, wieso einer von ihnen Faso etwas antun würde. Stell dir meine Überraschung vor, als ich ihn sah. Hephaestus. Und herausfand, dass er half, all die Maschinen, auch die Landgötter, zu schaffen. Wir Utaru schulden Hephaestus also unsere Art zu leben und unsere aktuellen Probleme. Ja. Deshalb müssen wir Gaia wieder vervollständigen. Varl sieht sehr konzentriert aus. Er war mit den Daten beschäftigt, die Poseidon uns enthüllt hat. Wir haben erst kürzlich von Bergen gehört, tief unter Wasser, die Feuerspeien. Wenn ich richtig verstehe, hat Gaia gesagt, die Flammen, die sie freisetzen, kommen aus dem Zentrum der Erde. Mhm. Wie ein Herz, das für das Leben der Welt pulsiert. Wie immer lässt sich der Kreislauf an den ungewöhnlichsten Orten beobachten. Natürlich ist Val von den Explosionen unter Wasser am meisten fasziniert. Diese brennende Schlote, ich weiß gar nicht, kleinen Raucher oder wie die heißen, irgendwie sowas, ne? Du hast Beta getroffen? Val meinte, sie sei verletzt. Ich dachte, ich bringe ihr einen Extrakt gegen Schmerz. Das war nett von dir. Ich hoffe nur, sie hat nicht die Absicht, sich da unten weiter so einzugraben. Wir werden sie gleich besuchen. Anscheinend hat sie nur selten das Tageslicht gesehen.
Sie kam frisch aus der Kältekammer, also ja, verständlich. Ich muss jetzt weiter. Der Boden erblühe unter deinen Schritten. Och, ein schöner Spruch. I like. Ich finde es auch gut, dass da 1 und 2 steht, um ein Gefühl zu kriegen, wo ich hin muss. Aloy, gut, dass du heil zurück bist. Okay. Wo ist denn der Klon? Sie war nach dem Aufwachen in Panik und ist gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich rede mit ihr. Erstmal direkt ins Datenrechenzentrum. Hallo? Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Ist es eine Verletzung? Simulacrum-Entzugserscheinung. Das verstehe ich nicht. Das Entfernen eines neurologisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art sensorischen Freifall. Okay. Das Echte erscheint unecht. Entfernt. Kann man da irgendetwas tun? Hast du einen Fokus übrig? Es ist primitiv, aber ich bekomm's hin. Ja. Fahre hoch. Ist ein Android? Nee, ist auch ein Klon, oder? Also, ja. Aloy, ich glaube, du willst Informationen. Über dich und die Synapse? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor 1000 Jahren vorgetäuscht. Das wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Farzineth hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also sind die Nachfahren von Farzineth von einem sterbenden Planeten geflohen. Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Was nicht dann? Ihre Nachfahren. Es sind sie selbst, die Erde vor 1000 Jahren verlassen haben. Wie konnten das sie so alt werden? Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen noch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Und du? Bedeutet das, dass... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg zur Erde geschaffen. Auf dem Schiff. Am Nacken hier. Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface. Ich weiß nicht, ob man das sieht am Nacken, dass da so eine schwarze Linie ist. Entweder A ist ein Android oder B ist einfach ein Grafikbug. Ist verbracht. Nur um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Synapse jetzt damit? Als ich herausfand, dass das Zero-Dawn-System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich, ich müsse es reparieren. Aber die Synapse wollen das wohl nicht. Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. Ich glaube, die wollen, Zero Dawn war ja so designt, dass wenn irgendetwas schief geht, das Hardhead alles platt macht nochmal und das Ganze von vorne beginnt. Ich glaube, das wollen die machen. Also wollen die Synapse das Leben auf der Erde vernichten? Das vermuten Gaia und ich auch. Aber wieso? Warum alle töten, nur um zu erobern? Als sie mich auf Mission mitnahmen, sah ich, wie sie die Ureinwohner abschlachteten, auf die wir stießen. Sie schienen sich nicht für eine regenerierte Erde zu interessieren. Daraus schloss ich, dass sie einen kompletten Neustart des Systems wollen. Dann könnten sie es umgestalten. Ganz so, wie sie wollen. Massen aussterben für ihren eigenen Komfort? Wer denkt denn so? Ja, ohne ihren Gaia-Kern werden sie das nicht schaffen. Hä? Die Synapse brauchten Elisabeths genetischen Fingerabdruck für Zero Dawns Einrichtungen. Storytime. Also haben sie dich geschaffen. Dich trainiert. Und du hast mitgemacht? Sie sagten mir, ich wurde geboren, um mich mit Zero Dawn zu verbinden. Als wir die Erde erreichten, habe ich mir zusammengereimt, was mit Gaia und ihren Funktionen passiert sein musste. So wurde mir klar, dass es nicht meine Aufgabe war, Gaia zu reparieren. Sondern dass sie mich erschufen, damit ich ausführte, was ihr Ausrottungssignal nicht schaffte. Den Neustart der Erde zu ihrem Nutzen.
liege ich ja gar nicht so falsch mit der Idee. Gut. Cool. Ihr habt das Timing gehört. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Slime.